Unser Held ist da. Applaus für ein weiteres Bastardkind von Zeus. Und pünktlich zum letzten Akt. Hera. Du siehst schlimm aus, mein Lieber. Du willst immer noch meinen Mann töten, nämlich. Du weißt, ich hege Groll gegen Zeus. Kann ich dir nicht verdenken. Seit deinem Sieg über meinen Sohn Ares frisst ihn seine Furcht vor dir auf. Seine Furcht spielt keine Rolle, wenn er tot ist. Darauf trinke ich. Hera, ich suche das Kind Pandora. Pandora? Diesen erbärmlichen Fehltritt meines Sohnes Hephaistos? Tja, das geht aber leider nicht, mein Lieber. Vernichte ihn. Hallo, Bruder. Wir haben keinen Streit, Herkules. Ach nein. Du wurdest immer von Zeus bevorzugt. Die Luft auf dem Olymp verschleiert deine Gedanken, Bruder. Zeus bevorzugt niemanden. Überleg doch, Bruder. Während ich die Stelle des Augias ausmistete, schickte er dich in den Kampf gegen Ares. Nicht überzeugt? Wie ist es damit? Während man dich zum Kriegsgott krönte, wurde ich zum Äpfelpflücken geschickt. Sie nannten es Dienste. Ha! Ja, er schenkte mir den Sieg über den nemäischen Löwen. Aber er machte deinen Namen unter den Menschen bekannt. Ein wilder Krieger, ein zum Helden ernannter Mörder, ein Mensch gekrönt zum Gott. Doch diesmal, Bruder, werde ich dich vernichten. Nenn es meinen 13. und letzten Dienst. Bald werde ich zum Gott des Krieges und besteige den Thron endlich selbst. Du willst Olympia werden, doch deren Herrschaft endet, Herkules. Nun, das werden wir noch sehen. Come on.
Besitzen Sie die Nähe Schnur. Bringe mit Hilfe Ihrer Kraft die Erde zum Beben.